Der Mensch von Matthias Claudius, gelesen für LibriVox.org von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Februar 2009. Der Mensch. Empfangen und genähret vom Weibe wunderbar, kömmt er und sieht und höret und nimmt des Trugs nicht wahr, gelüstet und begehret und bringt sein Tränlein dar, verachtet und verehret, hat Freude und Gefahr, glaubt, zweifelt, wähnt und lehret, hält nichts und alles wahr, erbauet und zerstöret und quält sich immerdar, schläft, wachet, wächst und zehret, trägt braun und graues Haar, und alles dieses währet, wenn's hochkommt, 80 Jahr. Dann legt er sich zu seinen Vätern nieder, und er kömmt nimmer wieder. Ende von Der Mensch. Diese Aufnahme ist in der Public Domain.